Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn den kann bisher in der Liga wirklich niemand stoppen. Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir übertragen ein Spiel aus der Liga Uber Eats. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Das wird fantastisch, da habe ich keine Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Masaggio Aydara, Rodinero Mancis, Roberto Cagliardini, Rodinero Dis, Gael Catuta, Rodinero Kaos, Ando Calimundo. Und so sieht die Aufstellung des RC Lens fürs heutige Spiel aus. Sie greifen heute zum 5-3-2. Ja, mittlerweile eine sehr populäre Taktik. Geballte Defensive, könnte man meinen, aber mit ganz viel Potenzial für schnelle Vorstöße. So gehen die Wurfs ins Spiel. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten, klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Hier ist was los, Buschi. Ja, Wolf, man versteht sein eigenes Wort kaum. Man merkt, welchen Stellenwert der Fußball hier hat. Die Fans gehen mit ohne Ende. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Macht er gut. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir noch mal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Und mit dieser Führung der Wolves geht es nun hier weiter. Es gibt ein Tor bei Monaco, wie es gefallen ist, erfahren wir nun aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Monaco. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 5 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Block den Schuss erstmal ab. Ein Heimsieg zuletzt und auch heute spielen sie natürlich wieder auf Sieg. Und damit stehen sie jetzt auf Platz 1. Mal schauen, ob sie diese Tabellenführung heute verteidigen können. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso, der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Guter Vorstoß von den Wolves. Jetzt der Schuss. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Très chers amis supporters, n'oubliez pas que plusieurs buvettes sont à votre disposition dans tout le stade. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Er zieht ab. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Kurze Ecke jetzt. Gute Aktion. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt.
Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Schöner Angriff von den Wolves. Macht er das Tor? Macht er ihn? Ja, er macht ihn! Das ist doch mal eine Antwort. Sie treffen mit dem nächsten Angriff selbst. Was für eine Moral. Respekt. Mit dieser Führung der Wolves machen wir hier nun weiter. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Verteidiger ist da. Er hat den Ball. Gibt Ecke. Da kommt die Ecke. Und die Situation geklärt. Klasse durchgesetzt. Erstmal abgeblockt. Schönes Dribbling hier. Da haben sie die Chance. Die Chance lebt noch. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Das war kein Glanzstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Sie lassen ihnen da im Strafraum viel zu viel Raum und Zeit. Ja, und dann fällt das Tor. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Sauber vom Ball getrennt hier. Ist hier immer noch am Ball. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Gefährlich, der Steilpass. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Die Vorteile beim Ballbesitz sind heute bislang auf Seiten der Wolves. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Starkes Tackling hier. Kalimuendo. Da ist der Ball weg. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja. Ja, ja, ich glaube, das könnte eine Karte nach sich ziehen. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Wählt die kurze Variante. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gesinnten Applaus. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Ganz stark abgeblockt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er bekommt Hilfe. Jetzt der Schuss. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Das war sie, die Riesenchance. Aber wir sehen es. Kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Den Ball kann er abfangen. Energischer Vorstoß. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen.
ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Kalimuendo. Schaut gut aus, aber sie müssen weiter konzentriert arbeiten. Und jetzt geht's hier weiter. Guter Vorstoß von den Wolves. Die Chance hier. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Keine gute Phase, immer noch der Rückstand und die Fans merken, hier muss sich was tun. Ja, man merkt, die Mitspieler machen aus seiner Sicht zu wenig, lässt sich jetzt tief fallen. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Fofana. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Klasse Tackling. Da ist Platz für den Konter. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Flagge kommt so hoch, das war nix. Das sieht vielversprechend aus. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Da kann er sich den Ball holen. Den Zweikampf führt er sehr gut. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang. Ah, oh, da geht er vorbei. Oha, ein Foul von ihm. Dabei hat er schon gelb gesehen. Und zweimal gelb bedeutet in der Summe gelb-rot. Dumm, dass er hier so in den Zweikampf geht. Und da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Die Chance jetzt. Kein Tor. Und sie ärgern sich, denn damit hätten sie hier die Führung verdoppeln können. Ja klar, sie führen. Läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Kalimuendo. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Super durchgesetzt. Und jetzt die Chance. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ja, schöne Aktion. Gut dazwischen gegangen. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Könnte jetzt was werden. Da haben sie die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Schöner Alleingang, den schauen wir uns gerne nochmal an. Niemand kann da was machen. Bleibt am Ball, setzt sich wunderbar durch und dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. 4-2 steht es damit. Hier ist einiges los. Gutes Tackling. Die Wolves greifen an jetzt. Er ist frei, da kann was draus werden. Mit der Überzahl sind sie hier natürlich im Vorteil. Beim Treffer schön zu sehen.
die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. So, kurz rüber ins Studio. Im Spiel von Metz gibt es ein Tor zu vermelden. Wir haben hier das erste Tor für den FC Metz. Der neue Spielstand damit 1:1. 75 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für das Update. Guter Vorstoß da jetzt. Sie nutzen ihre Überzahl. Ja, die haben ja auch Platz und den können sie eben nutzen. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druck von ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Geht da voll in diesen Zweikampf. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach keinen mit. Kein Tor, der Torhüter ist da. Es gibt ein Tor bei Monaco. Wie es gefallen ist, erfahren wir nun aus dem Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Monaco. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Und Tor! Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Na, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. 6 Minuten sind noch zu gehen. Da ist der Schuss. Sie geben noch mal alles, machen das Tor, aber das ist zu spät, oder? Ich fürchte, ja, Wolf. Schauen wir auf die Uhr. Hilft das hier noch? Ich habe da meine Zweifel. Geht richtig ab in diesem Spiel. Viele Chancen, viele Tore. Kann man sich gut anschauen. Ball kommt etwas zu hoch bei diesem Flügelwechsel. Einwurf. Calimuendo. Jetzt vielleicht die Flanke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Viel Platz für den Konter jetzt. Ja, sie versuchen es weiter. So, Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Schussversuch. Unglaubliche Parade. Ecke kommt rein. Situation geht weiter. Immer noch gefährlich. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Wir haben den Schlusspfiff, Bouchy, und wir hören. Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup.